trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Ja. My old coach used to say, hier wieder beim Quali. Und bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit unseren Nerdful Treehuggers gegen ein Echsenmenschenteam. Und wie ihr schon seht, viele dicke, fette, starke, aber nicht agile Gegner. Und kleine, wuselige, eklige Skinks. Tja, Gott sei Dank ist das gegnerische Team nicht sonderlich ausgebaut, aber unseres leider ja auch nicht. Wir werden sehen, ob wir hier richtig einen auf die Fresse kriegen oder ob wir uns hier raushalten können. Wir schauen nochmal, oh, ich muss mal meinen Ton ein bisschen leiser machen. So. Wo sind denn hier unsere Leute, die wir in die erste Reihe stellen? Die stehen schon in der ersten Reihe, sehr schön. Okay, alles klar. Also wir haben ja Zu und Claudine nicht dabei. Dafür halt ein paar Ersatzspieler. Wir bekommen einen Bonuszug. Das ist ja nett. Wo landet denn der Ball? Da ganz hinten. Ja, dann. Endlich auch mal bei schönem Wetter spielen mit langen Pässen. Wumm. Und nach vorne. Richtung Ball. So, wir können auch hier ruhig... Ah ne, wir brauchen nicht durch die Tackle-Zone durch. Wir laufen lieber mit Go-For-Its. Ah, natürlich legen wir uns da hin. Ah, ja, das alte 2-Plus-Würfelspiel, ja. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen. So, und auch auf der anderen Seite wird nach vorne gerusht. So wie es die Waldelfen natürlich einzigartig können. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. So, und einen einzigen, die Schneeflocke lassen wir hinten. Falls da was kommt. Aber ich glaube, er wird sich jetzt konzentrieren darauf, diese 7 Elfen hier in seinem Backfield jetzt erstmal zu bekämpfen. Also, sollte er zumindest. Sonst hat er ein Problem. Okay, der erste Skink geht schon mal nach vorne. Zweites Skink nach vorne. Okay, es gibt einen Block. Und einmal Ball aufheben. Kann er auch von mir machen. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. So, und jetzt geht der Hurt los. Ich habe die Animation mal angelassen, weil die so cool sind bei den Waldelfen. Und auch, weil ich die Animation der Echsen Engine sehen wollte. Die scheinen aber sehr ähnlich zu sein. At the same time. Wie die Animation der Tiermenschen. Thesaurus. Aus dem Chaos Team. Tja.
Das war wohl jetzt nicht so berauschend. So. Hier hinten der Skin Cut nur ausweichen und kleinwüchsig. Das heißt nur, wir können nicht viel gegen das Ausweichen machen. Das heißt, es wird gar nicht so einfach, gegen den Ball zu klauen. Wir versuchen das nachher mit dem Kampfpanzer. Weil der zumindest noch Block hat. Das heißt, er auf zwei Ergebnisse auf der Tabelle mit der, dem Skin den Ball klauen. Wir machen das mit dem Kampfpanzer. Und... Jawohl, Block. Perfekt. Bam. Und der Ball fliegt. Wir nehmen den Ball. Und ach, scheiße, der kann jetzt nicht mehr passen, ne? Weil er geblockt hat. Scheiße. Na gut. Dann mit zwei Go-Fruits in die Touchdown-Zone. Natürlich. Zwei Pluswürfe. Wiederholungswurf haben wir. Im ersten Zug alle Würfe, Wiederholungswürfe aufgeworfen. Aber immer einen Touchdown im ersten Zug. Quick Touchdown. No foreplay at all. Alles klar. 1-0. Sicherlich begünstigt durch die Aktion mit dem Blitz vorneweg, aber so kann es gehen. Und der Gegner bekommt einen extra Wiederholungswurf. Nee, wir hätten den gut gebrauchen können. So, jetzt geht das richtige Geprügel los hier, glaube ich. Alles ging's nach vorne, der wird sich den Ball schnappen. Das Problem ist halt für X-Men-Teams, die haben nur die Skinks, die mit dem Ball umgehen können. Die Saurus-Krieger hier mit Agility 1, vergesst es einfach. Und selbst die Skinks mit Agility 3 sind jetzt nicht so die Herren hinterher für unser Chaos-Team. K.O. Ein Ersatzspieler wird kein... Keine Apotheker verschwendet. Ja, hier der Dicke ist natürlich mit Stärke 6 richtig fett. Außerdem hat der Klammerschwanz hinten, das uns das Ausweichen erschwert. Ganz schön fies. Gerade gegen Waldelfen. Immer irgendwie vorne an die agilen Spieler dran. So, ja, er hat uns hier wieder schön Platz gelassen. Den nutzen wir noch direkt mal aus. Laufen hier vorbei. Auch hier. Schön vorbeilaufen. Und wenn wir jetzt gleich mit dem Kampftänzer hier drüber springen. Ah, Mist, ich habe vergessen, einen Blitz anzusagen. Wieder der Fehler. Und zumindest der Jump hat geklappt. I'm totally won over. Bla bla bla. So, mal einmal ausweichen. So. Und wir stellen ihn dann. Ach, stellen wir neben den Sauruskrieger, das ist natürlich fast Selbstmord, ne? Wir stellen ihn nach hier. This could be a sack. So. I love it when that happens. Hier hin. Ach ne, erstmal erster Blitz. Blitz. Hier hin. Und springen. Da. Mark my words, Jim. This guy's got legs that would put a grasshopper. Dann hier rein. Mit zwei Go-Fruits. Jump. Is there anything they cannot do? I bet you they can't put three McMurdy sandwiches into their mouths at the same und time. Und verletzt. Und der Ball ist frei, liegt neben dem Sauruskrieger. Nicht so cool.
So, Meister Bini, du hältst den mal davon ab, nach hinten zu laufen, weil der müsste den ja ausweichen. So, und jetzt müssen wir versuchen, den Kampftänzer ein bisschen zu schützen. Wir müssen Go for it machen hier. Okay. Alles klar. Noch ein Go for it. Auch der hat geklappt. So, Schneeflocke. Einmal außenrum. Sonst nichts großartig. Und der steht da gut. Obwohl ich könnte raus, obwohl der steht auch schon neben dem. Nö, ist okay. Zug beenden. Wir haben drei Leute am Ball. Gegner einen. Wenn auch einen starken, der allerdings den Ball auch nicht aufheben kann. Also kann er schon, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Er hebt den auf die 4 auf, glaube ich. Und jetzt gerade auf die 5, auf die 6. Ja. Er konzentriert sich hier anscheinend weiter auf die blockenden Leute. Das ist ein bisschen merkwürdig, wie der Computer spielt hier auf den Teams. Also wenn ich ein Elfenteam in der Art spielen würde, einfach draufkloppen. Hier hinten die ganzen Spieler hin und versuchen draufzukloppen. Natürlich wird der Elf halt versuchen, die Blocks zu minimieren, indem er immer aus den Ticketzonen rausgeht. Also zumindest da, wo er es machen kann. Aber jetzt hat er halt hier das Problem, ich block jetzt gleich den Saurus weg vom Ball. Und dann ist der Ball frei und ich muss einen Touchdown. Also schon eigenartige Spielweise hier für den Computer. Aber gut, den Blood Bowl 1 nicht anders. So. Der kann nix. Okay. Dann hauen wir den nochmal mit unserem Kampftänzer und legen ihn auch gleich auf die Fresse. So, einmal nach hier hinten bitte. Und haben wir einen, der noch... Der kann das eigentlich besser gebrauchen. Okay, das war ein Go-Fit. Der Pölle wird jetzt mal den Pass schmeißen. Und Pass auf ihn. Na, komm, mach mal. Pass auf ihn. Touchdown! Vom Aulikas. Und wir haben noch keinen Ausfall. I imagine that in their dreams at least. Okay. So. Warum steht der jetzt auf einmal da? Keine Ahnung. Strike back would be terrible. Hier nach hinten bitte. Oder haben. Ach nee, wir haben einen Ausfall. Okay, aber einen Kampftänzer stelle ich da garantiert nicht nach vorne. Wir stellen Pölle Meister Bini nach vorne. So, alles klar. Ja, es wird jetzt schon. Aber noch ist es zu früh im Spiel, wir haben da erst den dritten Zug und kriegen schon wieder einen extra Wiederholungswurf. Nee, ich will einen Wiederholungswurf. Das ist das erste, was wir uns jetzt neu kaufen. Nachdem wir jetzt ja den Apotheker schon haben, sparen wir jetzt auf Wiederholungswürfe. Obwohl die Elfen hier, wenn sie aufleveln, gar nicht mehr so viele Wiederholungswürfe brauchen wie andere Teams. Einfach weil sie einen besseren Stat haben. Yeah.
Noch geht's. Die Flanke hat doch schon wieder aufgelassen bisher hier. Aber gut, da kann er ja noch hin. Da wird er wahrscheinlich versuchen, jetzt hier mit denen einen Cage um den Skink zu machen. Aber dafür muss er die erstmal alle weghauen. Das schafft er hier schon mal nicht. Okay. Sieht gut aus für uns. Die sieht gut aus. So, denn... Hier können wir wieder Druck auf den Ball machen. Natürlich muss auch der Jump nachher wieder klappen vom, vom Kampftänzer. So, einmal hier hin. Natürlich. Wie viele Felder sind das? Ich habe 8 Felder zur Verfügung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon. So, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit einem Go for it. Also es ist so oder so ein 2-Plus-Wurf, aber hier beim Ausweichen habe ich halt einen Wiederholungswurf drin. Das heißt, wir machen das. Ah, nein, 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 nein. Nicht so. Wir laufen hier lang. Und hier, zack. Dreierblitz. Gegen den Ballträger. Und wir hauen ihn zu Boden. Folgen. Erinnert mich immer noch an Mortal Kombat, dieser Move. So, einmal aufstehen. Das hätte ich früher machen sollen. Aufstehen. So, hier hat er jetzt die Flanke zugemacht mit dem Klammerschwanz. Da gehen wir doch direkt mal weg. Den wollen wir nicht haben, den Klammerschwanz. Hier. So, einmal hier hin. Und jumpen. Da. Na, komm. Manchmal ist dieses Interface nicht ganz so einfach. Hüpf. Hat geklappt, alles klar. Und dann gehen wir nach hier. Waste Claw. Und hier können wir auch nochmal außen rum. Und ein Go for it nach da. Ah, natürlich legt er sich hin. Schade. Meister Bini ist gelähmt, weil er den Go for it nicht gemacht hat. Aber wir haben schon wieder 2 Leute am Ball. Okay, jetzt geht er nach hinten. Okay, aber doch nicht. Ich weiß es nicht so richtig, was er vorhat. Auf jeden Fall gibt es jetzt gleich ganz viel Haue hier für den Alucard. Als Bestrafung für den Touchdown wahrscheinlich. Es ging. Läuft mit einem Goffert auf den Ball. Und er schafft es, ihn aufzuheben in 2 Tackles so. Das ist krass. Ja, Ansarus hier mit Block. Und in 2 Tackle-Zone. Ja, nicht schlecht. Das war risky. Guck das Böse, weil er hat Knochenbrecher. Aber er schiebt nur. Alles klar. Und wir sind wieder dran, oder? Ja. Aufstehen! Ich weiß, du willst nicht, aber du musst. Alles klar. Gut, dann der Kampftänzer wird jetzt sich wieder hier um den Skin kümmern. Auch das ist mal Ball. Sehr schön. Wo ist der Ball hin? Der Skin konnte ihn nicht fangen. Das war ein 1er Block, den ich aber in Kauf nehme. So, dann hier ein Block gegen den Skink. Und beide gehen zu Boden, das ist nicht gut. Turnover. Schade, sonst wäre der jetzt hier durchgelaufen, hätte den dritten Touchdown gemacht.
Schade. Schade, schade. Aber gut, bei ihm liegen alle am Boden. Der wird jetzt den Ball gleich aufnehmen. Und danach, die Runde, müsste ich eigentlich wieder die Chance haben, ihn hier durchzureißen. Okay, ein Saurus guckt nach hinten. Der wird sich auch wieder nach vorne begeben, oder? Ne, zwei Saurus. So, jetzt kommt er langsam, aber sicher merkt er, dass er hier was machen muss. Ansonsten steht es gleich 3-0. Das ging. Ah, perfekt. Wiederholungswurf. Ah, schade. Er schiebt natürlich neben den Foxigor. Da ist schwer ausweichen. Noch ist das hier nicht so das Problem. Ein richtiges Problem haben wir eh nicht. Wir führen 2-0. Das ist jetzt nicht so. So, keine langfristigen Auswirkungen. Das heißt, wir werden keinen Apotheker in den Rara-Saal verschwenden. Das heben wir uns auf für wirklich schwierige Verletzungen, bei denen es so aussieht, als ob wir den Spieler danach nicht mehr benutzen können. Vielleicht tot oder so. Alles klar, gut. Der Blitz gegen den Skink ist geschlossene Sache. Alles klar. Ja, zack. Und folgen. Wir haben auch Glück bei den Blitzen gegen die Skinks. So, der Ball blieb noch da. Und wir machen den Touchdown. Feder. Mal wieder. Sehr, sehr schön. 3-0. Das ist ein typisches Waldelfenspiel. Der Gegner versucht, auf uns einzuprügeln. Obwohl, es ist eigentlich, wir führen nur so, weil der Computer scheiße spielt. Das muss ich jetzt echt nochmal sagen. So, kriegen wir noch in dieser Halbzeit noch einen? Ja, wirklich. Also möglich ist das. Zwei Züge ist für Waldelfen. Er kann auch noch diese Leute bewegen. Macht er wahrscheinlich mit. Ah, doch, macht er wohl. Alles klar. Gibt den Ball nicht auf. Okay. Skink weg vom Ball. Ist nie eine gute Idee. Er hat auch nur noch zwei Skinks auf dem Feld. Einer ist auch verletzt, einer ist K.O. Ja, dann hat er halt ein echtes Problem, wenn er irgendwann keine Spieler mehr hat, die den Ball aufheben können. Deswegen, wenn ihr Echsen spielt, holt euch genug Skins, dass ihr auch welche in der Reservebox habt. Ich weiß am Anfang. Es ist irgendwie verlockend, sich Oxidore und so zu holen. Aber ihr braucht Skins. Und die Sauruskrieger kommen halt genau wie die Chaoskrieger auch ohne Skills, und die kriegen auch nur Aufwertungen, wenn ihr Casualties macht, weil ihr blockt eigentlich nur mit denen. Richtig Touchdowns erzielen kann man mit denen relativ schwierig, weil sie halt den Ball nicht so gut aufnehmen können. Nehmen den normal sogar auf die 5 auf, eben habe ich gesagt, auf die 4. Das ist sogar auf die 5. Relativ. Nicht, okay, diesmal hat er es geschafft, einen halbwegs vernünftigen Käfig hier hinzukriegen. Gucken, ob wir den irgendwie aushebeln können, den Käfig. Hier können wir einen hinstellen, dann haben wir den schon mal weg. Ah, let's go for it. Das hat nicht geklappt. Okay. Oh, er ist verletzt, der Justicon. Verliert einen Punkt an Geschicklichkeit. Das ist natürlich... aber ist für die Linie vorne immer noch zu gebrauchen. Deswegen nehme ich da keinen Apotheker. Ich habe irgendwie immer Angst, dass ich Kampftänzer verliere. Mit den Waldelfen. Weil die sind essentiell. Dieser Springskill ist einfach nur cool.
Ich habe dann auch vor, mit denen und noch Stripball mir den, also den Ball entreißen, heißt es auf Deutsch, den Skill zu holen. Dann können sie halt auch auf andere Ergebnisse hier so Skinks den Ball klauen. Und in so Käfige reinspringen und dann einfach blocken. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Macht jetzt hier den Weg zum Ballträger frei, aber gut. Der wird sich ja noch bewegen. Außerdem ist Zug 8, also es passiert hier nicht mehr viel. Für eine Halbzeit 3-0 ist schon ganz gut. Das hätten wir mit dem Chaos nie hingekriegt. Wo man Chaos auch so aufbauen kann. Also in den späteren Leveln, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in unserem Team, gibt es inzwischen ja auch schon welche, die ziemlich gut ausweichen können. Wir machen mal einen Blitz nach... ein 1er Blitz ist ein 2er Blitz. Ah, von hier ist es ein 2er Blitz. Sehr schön, ja, okay. 2er Blitz gegen... Get in their face. Okay. Kann da wenigstens nicht geboxt werden. Aber wir haben jetzt eh halt. Stimmt, wir haben ja... führen 3-0 in der Halbzeit, in der wir nicht den Ball haben. Okay, beide stehen wieder auf. Das war auch wichtig, weil wir brauchen die Spieler halt auch. So, wo hat er den Typen im Block versteckt? Ist er bestimmt vorne in der Linie, oder? Nee, ist er nicht. Er hat nämlich einen Saurus-Krieger mit Block, der ist links, das heißt wir bewegen uns über die linke, über die, also auf seiner Seite links steht er, das heißt wir bewegen uns über seine rechte Flanke. So, Wine and Wedge bekommt jetzt gleich den Ball, habe ich gehört. Meister Bini könnte auch. Du gehst vorne an die Linie. Du auch. Aulukat kann sich mal hier auf der anderen Seite vorbeischleichen. Und der Kampftänzer hier, den möchte noch da. So, dann das heißt, wir können hier die Schneeflocke... Oh, die Schneeflocke kriegt auch eine Aufwertung, wenn wir sie in den Pass schmeißen lassen. Das heißt, wir stellen sie mal nach... Hier kommt dann zu einem zurück und Schneeflocke nach links. So sieht doch ganz gut aus. Nee, wir wollen ihn nicht speichern. Ich muss immer noch, dass das ja. Treehuggers können sich auf ein benachbartes Feld bewegen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Das nutzen wir doch gleich mal. Hey, Borak! Sog off, you buckethead! Bewegt euch! So, wo kommt denn der Ball hin? Nach da? Alles klar. Läuft. Weg von den Saurus-Kriegern! Wir wollen uns nicht prügeln, wir wollen den Ball in die Endzone tragen. Perfekt, super, ich muss den Ball nicht mal aufheben. Läuft bei uns, läuft bei uns. So. Nach vorne. Hey.
Hey. Hier. So, hier. Touchdowns are coming. The studio wizard has promised me at least one more before the final whistle. Hier. So, und du gehst jetzt nach hier. Nee, nach da ist scheiße. Nein. Nach hier. Und passt den jetzt. Did you see the pun? Nein! Oh Gott. You sometimes miss the subtle intervention. Das hat doch nicht geklappt, auch noch scheiße. Oh fuck! Scheiße! Ey, dieses Spiel. Die sollte hier rüberlaufen, dem passen, der rübergeben in den Käfig. Oh Gott. Na gut, wir führen 3-0. Das tut jetzt gleich richtig weh. Die können jetzt hier gleich alle an den Ball und dann werde ich. Naja. Oder auch nicht. Na gut, die 5, die da stehen, reichen auch. Vor allem der Coxigor mit seinem scheiß Klammerschwanz. Nein, das war richtig kacke. Und wir haben einen Wiederholungswurf versemmelt für nix. Scheiße, ey. Das ärgert jetzt richtig. Bleib bloß da stehen. Oder da ist auch gut. Hauptsache du bist weg vom Ball. Noch ist alles okay. Der arme Alucard. Gut, dass der so einen Scheiß zusammenspielt. Guck dir mal, er lässt den Ball komplett frei. Ich kann jetzt hier so durchlaufen, ohne dass ich durch eine Tackle-Zone durch muss. Ohne Probleme. Naja. Wie weit komme ich denn? Ich komme bis hier. Alles klar. Dann kann ich den Ball noch schmeißen. Allerdings gibt es hier einen Abfangversuch gleich. Hm. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich glaube, ich versuche einfach mal einen Einserblock gegen den Sauruskrieger da. Unity is strength. Den schirm ich auch. Perfekt. Folgen. Sehr schön. So. Dann haben wir hier frei. Das sind die Einzelgänger, die würde ich jetzt gerne nicht noch irgendwie bemühen. Wir versuchen den langen Pass. Wenn wir spielen Elfenteam, müssen wir mal lange Pässe machen. Okay. Einmal zack. Quick and easy. Nothing to see here. Und jetzt der super mega risky Pass. Langer Pass. Das ist noch ein kurzer Pass. Ich glaube, dann spiele ich lieber den kurzen Pass. An average pass. Let's see if it's caught in. Aber natürlich kann er mit Agility 1 in einer Tackle-Zone den Ball nicht richtig abfangen. So. Und dann machen wir den Touchdown mit Hexchen. Passspiel for the win. Ist halt ein weiterer Vorteil der Elfenteams. Potenziell machen die viel einfacher Starspielerpunkte als Kugelteams. Haben halt den Nachteil, dass sie wahrscheinlich auch totgekloppt werden. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can.
So, wir müssen uns hier bewegen. Das sieht doch so ganz okay aus. Wer steht da vorne? Die Einzelgänger hoffentlich. Nein. Wo ist denn hier? Da ist der Einzelgänger. Ab nach vorne mit dir. An die Linie. So, und du gehst auch nach. Ja, dann würde über die Flanke kommen. Ich behalte das mal. Ah, okay, er stellt eh um. Alles klar. Nochmal. Oh, okay. Läuft. Guck mal hier, da hast du deine ganze Seite freigelassen. Übrigens auch für Waldelfen ist auch Kick ziemlich gut als Eigenschaft, weil ihr da den Ball genauer spielen könnt und dann halt mit eurem... Ich darf mein Team nach Belieben umstellen. Dann gehen wir auch mal nach vorne hier mit unserem Team. Der geht nach da. Oh nee, stopp, nein. Du gehst nach da. Du gehst nach vorne. Ja, so ist okay. Alter, darf ich hier vorne die nicht umstellen? Der hat wieder drei Skins im Spiel. You know, I'm addicted to that HBO. Wir führen 4-0 und er hat nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Turns. Das schafft er nie. Also der Sieg ist uns Sicherheit. Jetzt geht's nur darum, möglichst wenig Penalties zu bekommen. Aber warum geht's bei Nein, ich hau sie nicht hoch. Verletzt. Verliert einen Punkt Geschicklichkeit. Für die Line. Das ist echt... Das ist das große Problem an der Waldelfen. Irgendwann kriegen sie das Passspiel nicht mehr hin, weil sie die... weil sie halt die Verletzung kriegen. Ne? Haha. Perfekt. Schon eine Lücke gerissen. Okay. Meister Beanie, möge er den Skink zur Seite schieben. Auch noch perfekt zur Seite geschoben. Sehr gut. Folgen. Sehr gut. Und dann... Einmal hier. Hey. To the ball! Ich habe noch gar keinen Blitz. Oh, nee. Dieses Interface nervt sich so, ne? Das ist so zum Kotzen. Stimmt. Gehen wir nach da. So. Das sind zwei Go for it. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das wäre, glaube ich, besser, obwohl es mehr Ausweichenteile beinhaltet. Okay, hier komme ich mit 1, 2. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee. 1, 2. Ich muss nach vorne. 1. Da reinspringen bringt auch nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hätte da den Blitz nicht machen müssen. Auch hätte ich auf jeden Fall, damit ich da durchkomme. Okay, dann laufen wir einfach nur außen rum. Absolut nicht, Job. I stood on the line of scrimmage and my victims. I mean, wir laufen einfach nur ganz simpel hier rum.
Wiederholungswurf für den Goku und haben wir noch. That player can move over a third of the field in one burst of speed. God, that's fast. Okay. Du gehst mal weg von den Saurus-Kriegern. Alles klar. Und zu beenden. Ja, unser Team hat jetzt schon 2 Geschicklichkeit 3 Spieler in Zukunft. Ich weiß nicht, ich meine, man muss ja irgendwie vorne an die Linie stellen. Hm? Und die vorne, die werden eben mal alle umgehauen und sind eigentlich auch nicht wichtig für das Spiel. Auf kurz oder lang werde ich die aber auf jeden Fall ersetzen. Wenn ich in dem Team bin. And he's standing there drooling. So, als der Skink muss sich jetzt hier mal rausbewegen, sonst hat er ein Problem. Das Spiel hier auch ein bisschen Kampftänzerlastig jetzt auch, weil das ist halt das Problem auch, dass man nicht alles immer nur mit Kampftänzern macht. Man braucht auch Starspielerpunkte für die anderen. Das kann wir tun. Okay. Gott sei Dank nicht durch die Rüstung durch. Gar nicht mitgekriegt, wie der nach von da nach da gekommen ist hier. Habt ihr das gesehen? Lass mich nachher im Replay nochmal angucken. Auf einmal steht er hier. Cool. Nun gut. Der Käfig ist jetzt relativ gut gebaut. Da kommt man nicht mehr so einfach ran. Ausweichen hier. Skink hauen. Kommt man hau ihn aus dem Leben. Das wäre nicht schlecht. Bleiben. Und nicht mit Ankündigung, Leute. Mit Ankündigung. 2 Starspielerpunkte für Schneeflocke. So, Meister Bini. Meister Bini geht nach hier. So, hier vorne haben wir noch jemanden. War der nicht hier? Hm. So viele Züge schon vergangen, also. Wiederholungswurf. Das ist ein Einzelgänger, verdammt. Schade. Naja. Das ist das Problem an den Ersatzspielern, die man dann reinkriegt. Da kriegt man die Wiederholungswürfe nicht hin. Damals hat uns jetzt 2 Wiederholungswürfe für nichts gekostet. Und unsere Kampftänzer stehen immer noch nicht so viel. Das ging wieder. Ja, der Plan war jetzt, den umzuboxen mit dem Kampftänzer und sich neben den Ballträger zu stellen. Verletzt. Wir haben echt viel verletzt jetzt hier. Verpasst das nächste Match. Okay. Ist den Apotheker nicht wert? Also sie haben jetzt hier schon, also das seht ihr hier, 4 Elfen in den verletzten Box reingehauen und das ist ein unausgebautes Ex-Menschen-Team. Also gut, sie verlieren das Spiel haushoch, aber das tut auch weh, der Sieg. Ja, ich glaube, der Käfig wird nicht ganz so extrem hier, aber wir haben auch nur den Alucard hier hinten, der halbwegs was machen kann gegen den Ballträger.
Die Frage ist, will ich jetzt überhaupt noch was gegen den Ballträger machen? Oder lasse ich ihn einfach den Touchdown machen und bin froh, wenn ich hier keine Leute mehr verliere? So, da ist der Coxigur, da stehen wir mal auf. Hier rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, das kriegen wir nicht hin. Wir haben einen Blitz auf die Beiträge. Absolutely have to stop him. Wir kriegen es hin. Perfekt. Whatever. Watch it. Aim for the ball carrier. Take them down. Wo geht der Ball hin? Der Sauruskrieger fängt den Ball. Okay, so kann man dann natürlich auch mit Sauruskriegern Touchdowns machen. Die das schaffen, den Ball aufzunehmen. Oh Gott. Okay, der war nur auf die 3, aber immerhin. Wiederholbar. Ja, ich hätte springen sollen, obwohl der Sprung wäre auch auf die 3 gewesen. Und nicht wiederholbar. Ja, der Ballträger hat jetzt das große Problem, dass er in der Tackle-Zone von zwei Elfen steht. Und rausdodgen ist nicht mit Agility 1. Also geht schon, aber. That's it. Throw the ball in their face. That range they'll go down as if you were flinging a brick into the touchdown. So wird das nichts mit dem Touchdown. Oh oh. Der arme Kampftänzer. Ausweichen natürlich. Was sollte die Frage denn jetzt? Schon wieder ein Verletzter. Allerdings ein Ersatzspieler. Ja. Don't care. So. Mit einem go for it. Und dann Alucard, der Blitz gegen den Ball. Das war ein Doppelblitz. Und wir schaffen es. Und folgen. Sehr schön, sehr schön. So, Pölle. Ab in die Endzone. Hat er geschafft. Und jetzt wieder Waldelfen-Passspiel vor sie hin. Das ist ein Einzelgänger, ne? Ja, leider, leider ist es, aber wir haben eh keine Wiederholungswürfe, ne? Pass! Ein langer Pass. Na komm, pass. Ah, okay, ich schaff's nicht. Schade. Das wäre jetzt geil gewesen. Schade, schade. Ich hätte zuerst mit dem Kampftänzer aufstehen sollen. Na. Und der ist jetzt ziemlich im Arsch hier. Das wäre... Ah, ja. Gut, aber wenn ich den Touchdown geschafft hätte, dann wäre er auch gerettet gewesen. Aber der geht jetzt gleich ins Publikum hier. Ja.
das mag ich nicht. Und auf den Ball. Das ging. Und ab ins Publikum. Komm, also. Oh, he's going to get intimate. Ah, oh, Gott sei Dank. Nichts Schlimmeres. Wir sind dran. Go for it. Gegen den Ball trägt. Aber gut, das schafft man schon, das Ausweichen nicht. Wir müssen weichen ja auch nur auf die 2 aus. Also, ja, so, also 2 mag der Computer nicht würfeln. Er würfelt sehr, sehr viele Einsen. Aber hier bei der Rüstung Gott sei Dank auch. Jo, alle unsere Spieler am Boden. Und er kriegt keinen... Obwohl, er hat noch einen zugekriegt, kein Touchdown. Dafür ist er zu weit hinten. Das wird ein 4-0-Sieg. Wo blockt denn der jetzt gerade? Ach, da ganz hinten. Ja, stimmt, der stand ja da hinten. In der Touchdown-Zone. Ja, weißt du, mach doch. Bleib hier liegen. Und jetzt ein böser Gegner würde jetzt nochmal faulen. Gucken, ob er das auch macht. Und schon. Oh, wir haben auch einige Aufstiege kassiert jetzt in dem Spiel. Das ist okay. After that match, Ende. I need to change my underguard. Okay, ein kleiner Rest. Ja, do your constant whatever. So. Alles klar. 70.000 ist okay. Nein, ich möchte den nicht kaufen und den will ich auch nicht kaufen. Jetzt hoffen wir nur, dass keiner von den... Der Justicon hat einen Aufstieg, okay. Der kriegt da einen Block und stellt sich nach vorne. Alles klar. Schließen. Dann gehen wir mal in unser Team. Boah, wir haben da ja einen richtig schlechten Teamwert jetzt. So, Feder, ein Aufstieg. Und Stufe aufsteigen. Komm, ja, jetzt Würfel Geschicklichkeit plus 1. Ah, schade nicht. Okay, was nehmen wir? Manndeckung ist auch ziemlich fies mit dem Kampftänzer. Abwehren. Ja. Brutal. Nee. Unerschrocken reizt mich mit dem immer. Ball entreißen ist eigentlich auch ganz gut. Sprintsicher ist auch ziemlich gut. Gewand ist auch gut. Aber wir nehmen Ball entreißen.
der andere Kampftänzer, Hexin. Komm jetzt, Geschicklichkeit 5. Eine Fertigkeit nur. Das gibt dann wahrscheinlich auch Ball entreißen, ne? Alles klar. Zurück. Dann haben wir noch den Justicon. They've got so many twerps coming through on Twerperbots. I've known twerps all my life, Jim. I don't see why I gotta take notice of them now. Der kriegt Blocken. Und Schneeflocke ist auch verletzt und verpasst das nächste Match. Die kriegt... Ausweichen. Okay, und hier haben wir noch den Alucard, der ist auch noch einen aufgestiegen. Stufe aufsteigen. Der kriegt auch Ausweichen. Wo ist denn Ausweichen? Ausweichen ist bei Geschicklichkeit, ne? Dann sage ich, nehme hier lieber Ausweichen statt Block, nur für die normalen Spieler. Weil ich weniger haue und mehr ausweiche, klar. Ne? So, hier Claudine verletzt. Okay. Die Umbreon-Verletzung. Wine and Wedge hatte auch eine Verletzung, wo sie in Geschicklichkeit verliert. Wir haben immer noch 11 Spieler, beim nächsten Mal kriegen wir einen Ersatzspieler dazu. Wir können ja mal gucken hier, ich kann euch jetzt mal zeigen, wie hier die Stats sind. Seht ihr hier, die Fänger haben nur Beweglichkeit 8, früher hatten die 9. Und wie ihr hier sehen könnt, hat der Sprinten. Das heißt, der darf sich 3 Felder mit Go4it bewegen. Das heißt, er läuft 11 Felder und 12 Felder ist es, glaube ich, lang. Yum. I've got my McMurdy Squid Burger and my Oder 13 Felder müsste ich machen. So, der Baummensch ist natürlich auch ziemlich gut. Werfer haben mich nie so begeistert bei den Waldelfen. Wurfsicher kann ich mir auch einfach kaufen oder so. Für 90.000 ist das einfach nicht wert. Da kaufe ich mir lieber hier so einen. Ja. Den Blocken gibt es der auch ziemlich sicher. Mit Sprinten ziemlich schnell. Läuft. Ne? Okay. Ja, das war es dann mehr von unseren Nerdpole Treehuggers. Ein 4:0 Sieg gegen die Echsenmenschen mit ganz schön krassen Verlusten. Aber ich denke, wir kriegen das hin mit unserem Elfenteam. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss. Meow, 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 meow